meine Pokéfreunde und Pokénenten. Willkommen am 2. Dezember zu diesem Themenvideo. Heute rede ich darüber, dass die Pokémon-Spiele ab sofort nur noch für die Nintendo Switch kommen. Die positiven Dinge, als auch die negativen Dinge dabei. Außerdem habe ich auch ein paar Fragen dafür. Ohne weiteres Gelaber würde ich sagen, fangen wir mal an. Für die, die es noch nicht wussten, ja, Pokémon kommt nur noch für die Switch und nicht mehr für die 3DS, welches manche Leute aufregt. Kommen wir mal zu was Positivem. Die Grafik ist auf der Switch besser als auf dem 3DS, weshalb ich gut verstehen kann, dass Pokémon nur noch für Switch und nicht für 3DS kommt. Und damit die Nintendo Switch mehr Käufer einbringt. Auch wenn ich mich frage, wieso man nach Super Mario Odyssey kein Interesse an der Switch geweckt hat, aber okay. Zudem hoffe ich, dass Nintendo etwas mit den Joy-Cons macht, wie zum Beispiel etwas mit Minigames oder sowas, da es sich gut anbietet. Jetzt kommen wir mal zu den negativen Seiten. Da die Switch weder 3D oder Doppelscreen hat, obwohl die 3D-Funktion jetzt nicht das Schlimmste wäre, fragen sich viele, wie Pokémon auf der Switch aussehen soll, wenn es doch die Features auf dem Touchscreen gibt. Was auch dann wichtig ist, wenn unsere Vermutungen zu den nächsten Games wahr werden. Außerdem stirbt dadurch auch ein relativer Großteil der Pokémon-Fans, da sie keine Switch besitzen, sei es wegen dem Preis oder sonst was. Wie ich schon am Anfang sagte, habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, welche vielleicht interessant wären. Zum einen, wird Pokémon Bank oder ähnliches mit Pokémon Switch kompatibel werden? Oder wird der 3DS mit der Switch verbinden können? Ich denke mal, es wird möglich sein, zumindest seine Pokémon vom 3DS zur Switch zu transportieren. Da es jetzt nicht so hart schwer sein sollte, dies möglich zu machen, oder? Dann, was wird mit der 3DS bzw. DS-Familie? Stirbt die so langsam aus? Kommt etwa 2018 oder später der XDS? Ich für meinen Teil glaube nicht ans Absterben der 3DS-Familie, da Nintendo es so gut wie möglich verhindert. Ich meine, die haben sogar einen Laptop 3DS, 2DS rausgebracht. Meine persönliche letzte Frage wäre, wie teuer werden dann die nächsten Pokémon-Spiele werden? Und gibt es dann auch Pokémon-Amiibo? Ich meine, die Spiele könnten vermutlich teurer werden und bei Amiibo und Money Making kennt sich Nintendo besonders gut aus. Das wäre es dann soweit von mir. Was haltet ihr davon? Was sind eure Meinungen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.